bin Britta Marie Rehns und Stammesleiterin der Pfadfinder in der evangelischen Kirchengemeinde Neumünster-Gardeland. Wir sind aktuell so zwischen 100 und 110 Pfadfindern, die aktiv dabei sind. Wir sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 30 Jahren, die sich aktiv in 5 Gruppen bei uns einbringen und haben auch noch eine Seniorengruppe, die Füchse, die sich einmal im Monat treffen. Wir haben in Corona mit einer neuen Gruppe gestartet, die sucht gerne noch Unterstützung am Freitag ab 16.30 Uhr. Und nach den Herbstferien starten wir mit unserer neuen Gruppe, die wird mittwochs sein. Wir treffen uns mit den Pfadfindern unter anderem, um Feuer zu machen, das ist bei uns ein großes Thema, Zelte aufzubauen, Spiele zu spielen, Gemeinschaft zu feiern. Wir organisieren unser Sommerlager, das Herbstlager komplett ohne Erwachsene und bei uns hat man immer viel Spaß und Freude und kann auch ganz besonders seinen eigenen Weg gehen. Moin, ich bin Benedikt Merck, ich bin Stammesleiter bei den Pfadfindern in Neumünster-Wittorf. Und ja, uns gibt es eben jetzt auch seit 25 Jahren. Wir sind aktuell zwischen 80 und 90 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Gemeinde, aufgeteilt auf 5 Gruppen. Und die Jüngsten fangen bei uns an mit 6 Jahren. Das ist so dann, ich sag mal, Vorschule plus erste Klasse. Und ja, nach oben völlig offen. Und alle, die Lust haben auf Lagerfeuer oder Karte Kompass oder einfach mal so sich draußen in der Natur zu bewegen, Flora und Fauna kennenzulernen, dürfen gerne vorbeikommen und mal schnuppern und schauen, ob das was für sie ist. Wir haben immer Freitagnachmittag von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr Gruppenstunde. Und Treffpunkt ist in der Regel im Iltisweg 5. Und ja, alle, die Interesse haben, lade ich ein, vorbeizukommen und Pfadfinderluft zu schnuppern. Ich bin Silke Leng und ich war 1997 Diakonin in der Johannesgemeinde Wittorf. Und um uns rum gründeten sich Pfadfinderstämme. Und da wollten wir gerne dabei sein. Stimmt's, Sven Helge? Das ist richtig. Ich bin Sven Helge Dittbischus, war 97 einer mit der ersten Gruppenleiter, die Silke eingespannt hat, um den neuen Stamm zu gründen. Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Kindern wir angefangen haben, kann ich nicht erinnern. Aber wir waren ein gutes Team, was jahrelang die Pfadfinderei aufgebaut hat. Und wir haben noch sehr wenig Material gehabt, im Gegensatz zu dem, was hier heute so alles rumsteht. Ja, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Ich bin ja jetzt auch noch zum Teil dabei. Und ja, Anfangszeit war ein wenig kleiner, ein wenig weniger Material. Aber ich glaube, die gleiche Motivation wie heute. Ich erinnere mich besonders gut an unsere Weihnachtsfeiern in der Wittorfer Burg. Das war nämlich für die Wittorfer mal ein guter, kurzer Weg mitten hinein in den Wald und dort Weihnachtsfeiern zu machen. In Schnee, manchmal Eis, Regen und ganz selten im Sonnenschein. Aber trotzdem mit viel Spaß, Feuer und heißem Chai mit viel Rosinen und Mandeln. Ja, und die werden auch bis heute noch weitergeführt. Nicht immer in der Wittorfer Burg, aber immer draußen die Weihnachtsfeier.